Willkommen zurück, The Witcher 3 Assassins of Kings steht hier gerade zum Spielen bereit und ich habe keine Frame Drops mehr. Nee, ich glaube, es hat sich eingependelt, ne? Jetzt hat es sich wieder gefangen. Ja, es geht weiter. Und diesmal sehe ich meinen Stream sogar. Ihr glaubt gar nicht, was ich gemacht habe. Ich habe einen DNS-Server eingegeben, ne? Also mein Internetanbieter ist der letzte Scheiß. Ganz ehrlich, ich hasse ihn. Egal, wir machen weiter und wollten in, Flotsam weitermachen mit ein unmoralisches Angebot. Der Aufgabe rund um Loredo. Den haben wir kennengelernt, als Rittersporn erhängt werden sollte. Wir haben ihn auch kennengelernt, als wir gegen seinen Willen den finalen Faustkampf gewonnen haben. Also unsere aktuellen Beziehungen zueinander sind wahrscheinlich nicht ganz so gut. Gut, wir gehen mal rein. Wenn sich das jetzt mit der Internetverbindung so verhält, dass sie immer wieder ein bisschen rumspinnt, wie jetzt gerade, dann werde ich den DNS-Server gleich nochmal raushauen. Das ist natürlich doof. Wenn das nicht konstant funktioniert. Das ist ärgerlich, ne? Ich bezahle da nicht besonders viel Geld für, ey. Moment, ich ändere das nochmal um. Ob es dann besser funktioniert. Auch wenn ich da meine Zweifel habe. Eigenschaften. Mal gucken, ob das jetzt besser klappt. Ja, vielleicht, hoffentlich. Gut, wir gehen mal rein. Loredo. Loredo will mich sehen. Der Kommandant ist beschäftigt. Komm gegen Abend wieder. Stimmt ja, wir dürfen ja nur abends kommen. Ich mache die Webcam gleich an, aber ich gehe mal davon aus, dass gleich eh... Ach, was soll's. Szenen. Wo ist es denn? Webcam, zack. So, und wir wollen Zeit abwarten. Loredo will mich sehen. Der Kommandant ist beschäftigt. Komm gegen Abend wieder. Okay, gegen Abend heißt also nachts, ja, ich verstehe schon. Was ist? Der Kommandant will mich sprechen. Waffe hier lassen und reingehen. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Warte, Wolf. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heute noch was? Hör mal, du. Ich bin Offizier. Du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Roche, komm schon. Roche muss auch immer seine Position... Mit der Truppe kann Loredo die Anlegestelle gegen keinen besoffenen Holzfäller halten. Von Jorvet gar nicht. Die Balliste. Dieser Sack hat die Balliste. Weißt du, was für eine Waffe das ist? Mhm. Rahmen mit federnden Eisenplatten. Rosshaarsehne. Das Ding kann schwere Bolzen 1000 Schritt weit schleudern. Man kann sie 2x pro Minute abfeuern, aber nicht 2x dieselbe Stelle treffen. Wegen des Rückstoßes, habe ich gehört. Du kennst dich aus? Ich kannte jemanden, der Bescheid wusste. Wie dem auch sei, ich muss sie unschädlich machen. Sonst sind wir Loredo ausgeliefert. Die sind alle sturzbesoffen. Ich provoziere die Wache. Langsam, Roche. Nicht gleich die nächste Keilerei. Solange die Balliste ballern kann, segelt keiner ohne Loredos Erlaubnis den Ponta entlang. Ich kümmere mich drum. Du geh was trinken. So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Siehst du wohl. Kennt ihr das? Gute Arbeitsteilung. So. Ein Zwerg hat ihm ein Bein gestellt. Du Scheißer, sprach der Elf so dann. Jetzt krieg ich deine Mutter dran. Juhai, das wird ein Spaß. Habt ihr genug gesungen? Jetzt wird's Zeit für ein anderes Vergnügen. Oh je. Bietet sich aber gerade an hier. Was haben wir denn da für einen hellhaarigen Wildfang? Hellhaariger Wildfang? Dachte der, wir sind eine Frau oder was? Oh. So hab ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Siehst du wohl. Schöne Rüstung hier. Ja. Also Roche plant schon, dass wir hier unerlaubt abbauen. Ich verstehe. Treib dich hier nicht rum. Das wird ein Spaß.
habt ihr genug gesungen. Treib dich jetzt hier nicht rum. Ja, ich gehe ja schon. Roche geht was trinken. Der gut funktioniert. Hey, Alphons! Was gibt's denn? Ich will mich mit dir im Armdrücken messen. Und, was habe ich davon? Na, nichts. Ich mach dich rund. Und wenn ich dich rund mache? Dann kannst du damit prahlen, dass du den Hexer besiegt hast. Du bist dieser Geralt? Der graue Wolf? Mhm. Gut, legen wir los. Es geht doch nichts über Spaß am Feuer. Ich nehm Spaß am Feuer mit Schnaps. Ja. Mit Schnaps und jemandem zum Durchfegen. Seit Soltan sind die alle irgendwie zu einfach. Für alles gesorgt hat. Stimmt. Du, Kleine, hierher. Yay. Onkel will dir ein Märchen erzählen. Mutter aller Hafenuhren, der alte Hase hat mich besiegt. Ich brauche eine Stärkung, wenn wir es futtern. Hoffentlich kann der Onkel sich das auch leisten. Ja. Mein Ohr schon gehört, dass uns da zwei dicke Fische beehren? Ich möchte wissen, was die wollen. Hallo, Margarite. Was willst denn du, Scheusal? Hey. Scheusal? Niedlich bist du jedenfalls nicht. Also... Mach dir nichts draus. Frauen mögen Scheusale immer noch lieber als Lackaffen. Jedenfalls bist du wirklich bemerkenswert hässlich. Nümmerchen gefällig? Geht gerade nicht, aber ich könnte dich ja wiederfinden. Wie heißt du? Margarita. Lieber Geralt, das machen wir nicht. Du hast eine Freundin, nämlich Triss. Ich würde gern einen Kameraden überraschen. Dieses Häuflein Elend an der Balliste da. Letztens wollte das so ein Holzkopf, dass ich im Verse zitiere. Ich mag solche Extravaginanzen nicht. Ich dachte an was Traditionelleres. Und das wäre? Spezialität? Ist mir keinerlei. Deine Spezialität? In Ordnung. Ich habe einen festen Honorarsatz. Aber nicht bei der Balliste. Wenn du mir so blöd kommst, zahlst du auch mehr. Wie? Extra Wünsche, extra Mücken. So läuft's. Meinetwegen. Zu was denn? Nee. Darf ich jetzt doch feilschen, oder was? Hä? Dafür packe ich nicht mal die Möpse aus. Gefallen gegen Gefallen? Es gibt was, das du für mich tun könntest. Mhm. Miron und Alphons, zwei Schergen von Loredo. Wenn du denen in die Ärsche trittst, revanchiere ich mich mündlich. Ich habe schon bei der Hinrichtung für ziemlichen Wirbel gesorgt. Kein Theater nötig. Es langt, wenn du sie irgendwie demütigst. Gut, mal sehen. Moment mal, meint ihr jetzt gerade bei uns, oder was? So angeblich haben Hexer ja keinen Fick-Dreh. Siehst du wohl. Schon gewusst? Kennt ihr das? Okay, die meint das für die, okay. Schon gehört, dass uns da zwei dicke Fische beehren? Was gibt's denn? Revanche, Alphons, mir fehlt noch Miron. Ich mag Mutanten nicht. Ich mag Muskeltrottel nicht. Was willst du, Mutant? Was willst du, Muskeltrottel? Armdrücken will ich. Ich hasse Mutanten. Komm, ich zermalm dich. Wir werden sehen. Zu einfach, ey. Zu einfach. So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Siehst du wohl. Kennt ihr das? Ein kleiner Elf zog in die Willen. Ein Zwerg kann ich mein Bein gestellt. Du Scheiße. Beschissene Mutanten wie dich kann ich einfach nicht leiden. Ich weiß, ich weiß. Habt ihr genug gesungen? Jetzt schön. Ist Zeit für ein anderes. Miron und Alphons. Haben die gekriegt, was sie verdienen? Klar. Schön. Werde ich mal sehen, was ich für den Guten tun kann. Also, sie revanchiert sich jetzt mündlich. Es geht doch nichts über Spaß am Feuer. Na, Trauerklos, soll ich dich ein bisschen aufmuntern? Bin im Dienst. Mit Schnaps und jemandem zum Deine Kameraden amüsieren sich prächtig. Wie gut, dass der Kommandant für alles gesorgt hat. Stimmt. Du, Kleine, hierher. Der Onkel will dir ein Märchen erzählen. Hoffentlich kann der Onkel sich das auch leisten. Mein Ohr gibt's erst ab 10 Urens. Hab ich gemacht?
Schurken kannst du ganz Temeria. Jeder plustert sich vielleicht auch. So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Okay, ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber sie hat bei ihm und wir haben, ihr wisst schon. Schon gehört, hier dass es da zwei dicke Fische beehren? Okay. Möchte wissen, jetzt krieg ich deine Mutter dran. Osch geht schon mal vor. Die Balliste ist erledigt. Wunderbar. Auf zu Loredo. Loredo ist mit dieser Hexe Sheila zugange. Komm später wieder. Geralt, komm runter. Wir müssen reden. Ach, die Scheißhörnchen. Mit denen werde ich ordentlich aufbauen. Was macht er denn mit Tankerville da drin? Tu's doch und reiß hier nicht das Maul auf. Wir machen viel zu viel Aufhebens mit denen. Ja? Warten wir, bis die gnädige Frau mit dem gnädigen Armleuchter fertig ist? Wäre doch schade um die Zeit. Offenbar haben sich sämtliche Wachen Flotsams hier versammelt. Gucken wir uns lieber um so lange. Ist dir der Schütze hinterm Haus aufgefallen? Ich lenke ihn ab. Versuch du es zur Rückseite der Residenz zu schaffen. Wollen doch mal sehen, was die so bewachen. Verzeiht ihr Herren, zufällig habe ich euer Gespräch mitbekommen. Worum geht's? Eigentlich habe ich ein Anliegen an den Hexer. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Erzähl. Vermutlich bist du nicht zu deinem Vergnügen hier. Da vermutest du richtig. Hast du schon vom Ungeheuer im Fluss gehört? Mir ist da was zu Ohren gekommen. Früher oder später wirst du gewiss den Auftrag bekommen, es zu töten. Man darf weiterhin annehmen, dass... Genug Annahmen und Mutmaßungen. Spuck aus, worum es dir geht. Unser braver Hausherr besitzt einen Teil der Falle, die man speziell für diese Bestie vorbereitet hat. Bin ganz Ohr. Hinterm Haus hortet Loredo allerlei Schätze, die er Kaufleuten und Reisenden abgeknüpft hat. Leider ist es sehr viel Kram. Sicher weißt du, wo genau ich suchen muss. Ja. Die Soldaten des Kommandanten haben die Kiste mit dem Gerät in den Garten geschleppt und auf einer Plattform direkt an der Mauer zum Handwerkerviertel abgestellt. Warum erzählst du mir das? Weil wir das Untier loswerden müssen, so schnell es geht. Viel Erfolg. Gut, ich kümmere mich um die Wache. Du schleichst dich vorbei. Mhm. Eben, wen schert's, welcher Helfer ein Skoyatell ist? Schlachten wir doch einfach alle, dann ist Ruhe. Soldat, zu du mir. Du machst doch nur ihre Gören und Weiber nieder. Und? Aus den Belgern werden Eichhörnchen. Und die Weiber werfen immer neue. Hört mit diesem Dreck auf, sonst geht's. Schnauze, ich bring dir schon noch Respekt vor. Das gefällt mir nicht. Das Schleichen hat im Kerker schon nicht funktioniert. Kann ich den K.O. schlagen? Geht das? Der pinkelt nämlich gerade. In seine Pipi reingefallen. Das muss auch äußerst angenehm sein. Wach zu werden, dann... Nee, danke. Verschlossen. Shit. Hä? Okay. Oh, es wird schlimm, glaube ich. Richtig schlimm. Da war Shia de Tankerville da oben, wer es nicht genau gesehen hat. Die Falle ist da links oder was? Wir haben jetzt zwei Typen. Hier rechts ist einer. Hier sind drei. Shit. Dieben hackt man hier die. Ja, mach das, aber dann bitte nicht mir, weil ich bin kein Dieb. Shit. Hätte ja klappen können. Dann warte mal lieber, bis der wieder irgendwo anders hin geht.
Geralt, falsche Richtung. Okay. Gut. Hier die Falle drin. Sieht gut aus. Rüstung des Astrogarus. Eisenrahmen mit Schema solides Hexasilberschwert. War doch Teil der Falle, oder bin ich blöd? Questgegenstand. Steht da zumindest. Ist die Rüstung gut, die wir gefunden haben? Ohne die Armwickel. Sonst aber die gleiche mit anderen Wappen noch. Aber schlechter. Okay. Wieder irgendwas mitnehmen? Nee. Da kommt man nicht durch. Plündern hier mal alles, ne? Wir sind ja nicht gerade gut bei Kasse, daher. Shit! Mann, die drehen sich auch so schnell um! Bin aber auch zu unvorsichtig. Schön. Okay, das waren alle. Komme ich nicht rein? Der Schleichmodus ist wieder aktiviert. Hier ist ja der Kampfring. Aber sonst gar nichts. Willi? Was ist denn hier mit der Beleuchtung los? Okay. Ne. Ja, das habe ich ja gefunden, oder? Als nun eine Zauberin mit dem wichtigsten Mann im Ort ein Geheimgespräch führte, schlich Geralt in den hinteren Teil des Hauses, um zu lauschen. Zu guter Letzt erfuhr der Hexer noch von einem Gerät, von einem der Gäste, wo er eine Monsterfalle für den Kairan beschaffen konnte. Schon damals dachte der Hexer daran, das Monster zu erlegen, und um eine Falle konnte sich erweisen. Im Lager des Kairans, ja, da. Unser Held, korrekten Schluss, das ist der Kapitän. Was steht hier eigentlich jetzt? Geralt fand im Briefkasten der königlichen Post. Weimar warf der Held Logbuch Kapitän ein. So viel sei verraten. Es erreicht sein Ziel und löst einen Riesensturm aus. Davon ein andermal mehr im Briefkasten. Hat Geralt einen Brief. Dann reagierte mehr sehr geringschätzig auf Vorwürfe, nach deren Loredo der Misswissenschaft mehr schien einen Vorgesetzten wie sie mal regelrecht zu verhöhnen und dabei keinerlei Konsequenzen zu fürchten. Diesen Umstand fand Geralt bemerkenswert. Okay, ich gehe aber mal davon aus, dass das, was wir hier gefunden haben, die Falle war, oder? Moment, hier hinten waren wir noch nicht. Geralt, stopp! Weil da wird man nicht reinkommen.
Du hast wohl vergessen, an wem du bist, Kommandant. Und du hältst mich wohl für einen Schwachkopf. Du ziehst die Wachen von den Straßen ab und lässt sie die Teppiche, Stoffe und Gewürze bewachen, die du den Kaufleuten abgenommen hast. Das nenne ich geistig unterentwickelt. Offenbar hast du keine Ahnung, welche Verantwortung du trägst. Du musst einen Alten nicht das Schnarchen lehren, Zauberin. Ich regiere Flotsam seit Jahren. Nein, die Angst vor Jorvet regiert Flotsam. Sie beherrscht sogar dich. Ich habe dir meinen Willen bereits mitgeteilt. Wie ein Quengelbalg, dem man sein Zuckerzeug weggenommen hat. Kommandant, eines Tages packen sie dich am Kragen und knüpfen dich am nächsten Baum auf. Als den gemeinen Räuber, der du bist. Auch deine Zeit kommt noch. Die mit dem Reisig unter den Füßen. Das reicht. Die Angst trübt dir die Sinne. Denk nach über das, was ich sagte, und antworte, ehe es zu spät ist. Okay, geh zu Vernon Roche zurück. Also hat er ihr ein Angebot gemacht und sie ihm? Was genau das ist, kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen. Okay, also ist der Typ, der Loredo, der mit uns da gesprochen hat, nur der Sohn von dem Statthalter hier, ja? Natürlich eine sehr interessante Info. Okay, wir haben hier mal eben die ganzen Wachleute ausgeschaltet. Merkt bestimmt niemand. Komm ich hier durch jetzt? So. Okay. Gut, dass ich nochmal ins Tagebuch geguckt habe und wir nicht direkt gegen den Kairan gekämpft haben. Das hat mir gleich nicht gefallen. Loredo lagert hier einige wertvolle Geschenke hiesiger Kaufleute. Er befürchtet wohl einen Angriff von Jorvet. Außerdem habe ich gehört, wie der Kommandant mit Sheila sprach. Worum es genau ging, weiß ich nicht, aber anscheinend will er ein Geschäft abschließen. Mal sehen, was er sagt. Okay. Ich denke mal, es war so die optimale Lösung, die wir da erreicht haben. Geht zu Bernard Loredo. Also wir sind auf jeden Fall nicht bereit, Elfen zu töten, das sage ich vorweg. Wenn das dieses unmoralische Angebot sein soll. Los, hinein. Sie warten schon. Und wohin jetzt? Das ist ja ein Riesenstall. Ihr geht nirgendwo hin, Herr. Jedenfalls nicht du. Wir haben Befehl, niemanden außer dem Hexer einzulassen. Hund, Räudiger. Du willst es hässlich? Das kannst du haben. Wenn du hier Krach machst, rufe ich Verstärkung. Schon gut. Bestell Loredo, dass ich die Botschaft verstanden habe. Leb wohl, Roche. Ach, die Scheißhörnchen. Mit denen würde ich ordentlich aufräumen. Karl-Hans, tu's doch und reiß dir nicht das Maul auf. Wir machen viel zu viel Aufregung. Unsere Garnison gehen schon die Soldaten auf. Wo muss ich jetzt hin? Kein Durchgang. Okay, nicht darunter auf jeden Fall. Zum Kommandanten? Ich habe etwas für ihn. Na dann, viel Glück. Seine Laune ist miserabel. Warum das? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Und anderswo. Du machst doch nur ihre Chören und Weiber nieder. Was? Habe ich gerade ganz schnell gegriffen da. Aus dem Ding. Suche eine Gelegenheit, um weiter stumm aufwärts des Portals zu reisen. Vergiss nicht, du könntest auch ein weiteres Schiffswrack stoßen. Im Briefkasten Loredos Anwesen fand Geralt ein Schreiben, das an einen gewissen Detmold interessiert war. Darunter ging er, daraus ging hervor, dass der Kommandant Foltest durchaus nicht betrauerte und übrigens regen Interesse an Befinden König Hensels hatte. Loredo unterhielt offenbar Kontakte mit den Ketvenern und schmiedete weitreiche Pläne mit ihnen. Vorhin entschuldigte Loredo sich für das Benehmen seiner Mutter, dies untermauert die Information anderer Quellen, nach denen sie eine exzentrische Person war. Erstmal hoch. Nein. Zutritt nur mit Erlaubnis des Kommandanten. Pack dich. Pack dich. Na endlich. Sie wollten mich nicht vorlassen, solange die Zauberin hier war.
Hast du sie gesehen? Angemalt wie eine Marketenderin beim Vormarsch. Zauberinnen meinen, sie könnten sich alles leisten. Ich habe gehört, was in Temerien geschehen ist. Du wirst steckbrieflich gesucht. Hässliche Sache. Aber vielleicht werden wir uns einig. Ich vertrete hier das Gesetz. Ich muss wissen, was der legendäre Weiße Wolf am Arsch der Welt sucht. Nein, das musst du nicht wissen. Nicht meine Sache, denkst du? Hier ist verdammt nochmal alles meine Sache. Ich kann dir helfen, Geralt. Warum sollte ich dem vertrauen? Ich weiß mir schon zu helfen. Was soll's? Jedem sein Recht auf Geheimnisse. Ich hoffe nur, du untergräbst nicht länger meine Autorität. Was ist mit Vernon Roche? Warum hast du ihn nicht vorgelassen? Roche? Weißt du nichts von seinem zweifelhaften Ruhm? Erst handeln, dann denken. Und wenn er handelt, fließt üblicherweise das Blut von Unschuldigen. Du bist doch hoffentlich auf unserer Seite. Welche Seite ist das? Die der Menschen von Flotsam, die seit Jahren von Elfenbanden terrorisiert werden. Ja, ich weiß ja nicht. Also, dass Flotsam terrorisiert wird, liegt sicherlich daran, dass Flotsam durch die Lügen von ihm immer mehr genährt wird, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Elfen darauf aus sind, sich zu streiten. Diese Wälder gehörten einst den Elfen. Aus ihrer Sicht sind die Menschen Banditen. Gewäsch! Alte Rassen! Ältere Rede! Rattenschiss! Sie brennen Menschensiedlungen nieder, vergiften die Brunnen und töten, wen sie auf den Wegen kriegen! Hexer, du begreifst nicht. Nein, du begreifst nicht, Loredo. Ich bin selbst kein Mensch. Na was dann? Ein Elf? Zwerg? Nein. Hör schon auf mit dem Blödsinn. Meinen Arsch juckt's nicht, wenn sie dich wechselbald schimpfen. Weißes Haar hin, glühende Augen her, du bist ein Mensch wie alle anderen. Hier herrscht Krieg. Da kann man nicht am Zaum rumlümmeln. Und die Anderlinge der Faktorei? Schmiede, Händler, Jäger. Sie jagen, essen und schlafen unter den Menschen. Auf welcher Seite stehen sie? Ich weiß es nicht. Da liegt ja der Hund begraben. Wer ums Fortbestehen kämpft, muss sich seine Verbündeten sicher sein. Die Anderlinge in Flotsam. Sicher, sie essen, ficken und scheißen mitten unter uns. Aber was, wenn Jorvet sie zum letzten Kampf aufruft? Ich sehe so einiges. Es ist erstaunlich, dass sie euch noch nicht verraten haben. Wie? Die Wachen behandeln sie wie Unrat. Ich kann mir nicht erklären, was sie hier noch hält. Ganz einfach, Geralt. Das tut der Hunger, den sie im Wald hätten. Aber diese Akte der Insubordination müssen wirklich sanktioniert werden. Der Soldat ist ein einfacher Mann. Sieht er seinen Kameraden an einem Schuss des Coyartel krepieren, fällt es ihm schwer, den Elfen freundlich anzuschauen, der seiner Frau bunte Tücher verkauft. Du bist ein Hexer. Du beschützt einfache Leute vor Ungeheuern. Und ich beschütze sie vor der Gefahr, die sich unter den Bäumen verbirgt. Ah, das ist so ein Schwachsinn, was der redet. Wir wissen ja von den ganzen Briefen und daher wissen wir auch, dass nach außen hin alles verharmlicht wird. Das finde ich halt so schwierig. Wenn er wirklich so eine Gefahr von den Elfen sehen würde, dann würde er nicht offiziell sagen, dass es sie gar nicht gibt. Versteht ihr? Er ist halt ein Dummschwätzer. Du hasst die Anderlinge. Ich hasse Jorvet. Feiglinge hasse ich, die Wehrlose niedermachen, statt sich Soldaten zu stellen. Diesen Hund, der da bellt. Er kämpfe für die Freiheit, während er Frauen und Kinder metzelt. Er ist ein Ungeheuer, Geralt. Eine böse Macht, vor der ich die Leute beschützen muss. Wer so einem Ungeheuer hilft, der ist selbst eins. Schon gut. Ich habe verstanden. Du sollst ihn nicht töten. Ein ganzes Kommando ist selbst für dich zu viel. Ich hätte da eine Idee. Aber davon später. Die Eichhörnchen brüten was aus, rücken immer weiter zur Anlegestelle vor. Offenbar wollen sie die Barke im Hafen attackieren. Was hat es mit der Barke auf sich? Sie soll Banditen, Mörder und Vergewaltiger ins Gefängnis von Drakenborg bringen, sobald...
sobald sie um ihren berüchtigten Anführer ergänzt sind. Mit der Kirsche auf der Torte, der großartigsten Trophäe des Bernard Loredo. Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Mit einem Jorvet in Freiheit können Menschen, Elfen und Zwerge nicht miteinander leben. Ich muss die Pläne dieser Eichhörnchen erfahren. Wie sollte ich die kennen? Unterschätz mich nicht, Hexer. Ich habe meine Vorurteile, aber die machen mich nicht völlig blind. Nehmen wir deinen Freund Soltan. Er hatte Kontakt mit Jorvet. Soltan soll mir helfen. Er darf doch die Stadt nicht verlassen. Vertrauen, Geralt. Muss man schrittweise aufbauen. Wir haben da ein Problem, bei dem du uns helfen könntest. Eine Bestie, der Kairan genannt, blockiert unseren Hafen. Die Stadt erleidet Verluste. Töte das Monster und die Verbrechen deiner Freunde sind vergessen. Dann kann dich Soltan zu Jorvet führen. Oh. Schwierig, ne? Ich bin Hexer. Ich arbeite nicht zum Spaß. Natürlich nicht. Für den Anführer der Skoyatel erhältst du einen angemessenen Lohn aus der Kasse der Faktorei. Ich bin zu dir gekommen, habe dich angehört und jetzt reicht es mir. Du willst nicht? Du bist ein Mistkerl, Loredo. Hoffentlich stehst du Jorvet einst von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Und dann möge der Bessere gewinnen. Das wird dir noch leid tun, Hexer. Mein Wort darauf. Geh mir aus den Augen. Ich hoffe, das war jetzt kein riesiger Fehler. Du bist der Vater, oder was? Oder der Sohn? Das ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen. Das gebe ich vollkommen kein zu. Kein Durchgang. Ach, die Scheißhörnchen. Mit denen werde ich ordentlich aufräumen. Das gebe ich zu, aber es ist okay. Wir haben die Balliste deaktiviert und ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Weg hier. Vergiss dein Eisenzeug nicht. Okay. Ja, Geld oder Leben. Und er? Er sagt, ich hab hier was für dich. Uiuiui, was ist denn das hier? Was ist denn hier los? Wie er sein Messer greift. Ekelhaft sowas. Teufelskerl. Ja. 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 Okay, das war Loredo. Ein unmoralisches Angebot, das ich ausgeschlagen habe. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Loredo ist einfach ein Arsch. Sagen wir mal, wie es ist. In der Schau kämpfe ich dagegen. Ja. Dann starten wir den Kampf jetzt bei ihr oder was? Ich weiß nicht, ob wir bereit dazu sind, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, da steht ja ein Typ. Tada. Das war's. Mehr habe ich nicht für dich. Lass mich jetzt bitte. Okay, dann geben wir dem den Brief scheinbar doch nicht. Ah ja. Aufwachen. Was gibt es für Fortschritte? Ich habe nicht erwartet, dich bei Loredo zu treffen. Solltest du aber. Ich wusste, dass du dort auftauchen wirst. Der Kommandant ist krankhaft auf seine Faktorei eifersüchtig. Früher oder später wird jeder von ihm zur Rede gestellt. Was wollte er von dir? Privatsache. Geht dich nichts an. Wir sind kein Team, Geralt. Wir werden nur zusammen den Kairan töten. Das ist alles. Triss sagt, der Kairan sei durch Magie entstanden. Da hat sie recht. Er ist zu riesig, um in diesen Gewässern zu leben. Vielleicht das Resultat eines missglückten Experiments. Er wächst blitzschnell und altert vermutlich genauso rasch. Okay, bevor wir sagen, dass wir bereit sind, will ich nochmal ganz schnell... Die Stufenaufstiege vergeben. Dafür müssen wir meditieren. Habe ich nicht vergessen. Charakter. Wir haben jetzt alle, ne? Wertkampf.
Wir können doch gar nicht kontern. Weiter rollen ist für mich mega wichtig. Schwertschaden erhöhen. Ja, es ist halt echt viel zu viele Skills, ne? Dafür, dass man so verhältnismäßig langsam levelt. Okay, wir speichern nochmal und auf geht's. Was gibt es für... Ich habe alles, was ich brauche. Gehen wir. Großartig. Dann los. Oh je. Bilde ich mir das ein oder hast du dich angemalt? Jeder hat so seine Rituale. Ich fürchte, Kairane sind farbenblind. Schluss damit, Geralt. Wird Zeit, dass wir das Ungeheuer aus dem Wasser holen. Hast du irgendein Ass im Ärmel? Habe ich immer. Lass dich nicht auffressen, dann sind wir bald Helden. Dein Wort im Ohr der Götter. Geh du runter, ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Und pass auf, er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Moment mal, haben wir denn jetzt irgendwelche tollen Sachen außer das Gegengift? Haben wir jetzt eine Falle? Wir haben gar keine Falle bekommen, aber wir haben noch diesen Rahmen. Eisenrahmen. Ich möchte noch einmal meine Betroffenheit und Beschämung über das übergreifende Verhalten meiner Mutter bekräftigen. Sie ist, seit ich denken kann, geistig leider völlig umnachtet. Es ist unklar, wie sie an ihr Vermögen gekommen ist, dass ihr das Haus und mir das Amt in Flotsam ermöglicht hat. Ich kann nur hoffen, dass sie der Gesandte seiner königlichen Majestät die bedauerlichen Ausfälle nicht allzu sehr zu Herzen genommen hat und versichere, dass das glühende Armband nur ein dummer Scherz sein sollte. Ferner möchte ich bestätigen, dass ich meine Position ganz im Sinne seiner königlichen Majestät nutzen werde, wie bei unserem Treffen vereinbart. Ich bin Patriot und stimme vollumfänglich zu. Flotsam kann sich Chaos und Gesetzlichkeit, Missstände, die ein Interregnum unverweigerlich mitbringt, nicht leisten. Der König ist tot, es lebe der König. Bernhard Loredo, Kommandant der Garnison in Flotsam. Ah. Toll. Wir haben aber diese blöde Falle jetzt nicht, ne? Gegengift hin oder her, uns fehlt die Falle. Und wir haben ein sehr schlechtes Schwert. Sieht alles nicht so gut aus aktuell. Guten Abend, willkommen im Livestream. Ich mach mal die Kamera gleich jetzt wieder an, wenn wir im Kampf sind, weil wenn das Viech da rauskommt... Nein, ich hab's... Das war ungünstig. Versuch einfach mal, aber wir haben jetzt das Gift nicht getrunken, was äußerst doof ist. Oh! Oh! Das hat ja gut funktioniert. Ja, der Kairan-Kampf. Ich freue mich riesig drauf. Oh je. Okay, also wir müssen auf jeden Fall... Ja. Das ist vielleicht nicht gerade der beste Schwierigkeitsgrad. Nee, ungünstiger. Das ist ja auch schlau, ne? Dass sie einem nicht die Möglichkeit geben, die Tränke zu trinken, außer man trinkt die wirklich vorher. Dass man nahtlos in die Cutscene übergeht, ohne zu wissen, wann dann wirklich der Kampf anfängt.
Geh du runter. Ich bleibe. Hätte natürlich nochmal wegen der Falle gucken können, ne? Also es gibt ja auf jeden Fall die Möglichkeit, irgendwie eine Falle herzustellen. Wir probieren das einfach nochmal. Und neues Schwert wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Okay, dann trinke ich jetzt einfach mal die Tränke. Also Meditation. Tränke einnehmen. Jo. Ein bisschen Schweiß wegwischen. Und speichern. Wir dürfen uns einfach gar nicht treffen lassen. Man darf hier nicht mal bis zu Stein laufen. Der schlägt in der Mitte immer aus. Jetzt schlägt er hier aus. Da muss ich hinschlagen. Ich frage mich halt teilweise, was die sich bei dem Schwierigkeitsgrad gedacht haben, dass man einfach instant stirbt. Ich meine... Muss ich da vielleicht parieren? Ist das vielleicht die Lösung? Wird schon lustig, ey. Ich muss da irgendwas gegen machen, ne? Erden! Fang ihn mit dem Erden! Fang ihn mit dem Erden. Fang ihn selber mit dem Erden. Erden, danke! Erden! Fang ihn mit den Erden! Danke! Danke! Reicht nicht, dass dieser schon ruft. Okay, dann nochmal. Oh je, oh je. Vor allem kann man ja den Kampf auch nicht speichern, ne? Das wird ein Riesenspaß. Ich habe ihn, glaube ich, gerade noch gefangen. Ich glaube, ich habe ihn gefangen, bevor der Bildschirm schwarz wurde. Nachdem der Bildschirm schwarz wurde, so. Kann ich seine Hauptärmchen auch fangen? Da würde ich das mal ganz spontan hier einfach auf dem Boden machen, wenn ich das zeitig schaffe. Wäre denn... Ah! Kann man das denn abwehren? Kann man die Schläge abwehren? Ich glaub's nicht. Oje, oje, oje. Ja! Abwehren geht nicht, soweit ich weiß. Danke. Na gut, aber das hat ja schon mal funktioniert. Wir machen Fortschritte. Also es ist ja nicht ganz so aussichtslos. Wird aber auch schön, dass der mich dann trifft, nachdem ich den einen Arm da festgeklettet habe. Erden, fang mit dem Erden.
verrecken. Nichts. Er ist wütend. Macht halt nichts anderes als vorher, oder? Bin ich nur eigentlich safe. Ja. Kannst du rein theoretisch zwischendurch kennen? Kannst du rein theoretisch zwischendurch kennen verwenden? Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Danke für den Tipp, ich probier's mal. Also, was hieß dann? Was wir jetzt erstmal eben hier kennenmachen. Und jetzt. Irden. Okay, wir warten, bis die Energie wieder da ist. Ah, ich lade. War aber auch mein Fehler. War mein Fehler, weil ich zu schnell war. Aber ich glaube, es funktioniert. Es hat funktioniert. Ne, der Tipp war gut. Vielen Dank. Also nochmal. Es hat funktioniert auf jeden Fall. So. Also erst Ken. Zack. Jetzt Irden. Hält jetzt auf einmal so viel aus, ey. So, weg ist der Arm. Ah ja. Jetzt muss ich warten, bis Ken weg ist und beide Energiedinger aufgeladen sind. Das ist natürlich auch undankbar. Das muss ich kurz warten. Ich brauche jetzt beide Energiebalken wieder. Eins. Shit. Ah! Ken? Ist das fummelig? Ihr denn? So, jetzt warte ich hier, bis der nicht mehr wütend ist, weil da passiert mir ja nichts, glaube ich. Ja. Brauche ich wieder Ken. Und ihr denn? Okay.
Oh mein Gott, Alter! Mach das doch nicht! Was soll das denn jetzt? Okay, ich hab Ken wieder. Ist der tot? War's das? Ja, genau. Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Was muss ich machen? Geschafft. Kein schlechter Kampf. Geralt, ist dir auch nichts geschehen? An dieser Stelle vielen Dank für den Tipp mit Ken, sonst hätte ich das, glaube ich, niemals geschafft. Aber das ist aber auch ein krasser Kampf, oder? Ich hätte niemals gedacht, dass man nicht alle Tentakel abschlagen muss. Das Mistvieh hat mich ein bisschen zerkratzt. Offenbar hast du schon tiefer in der Tinte gesessen. Möchte wissen, ob die Geschichten über dich wahr sind. Welche Geschichten? Wenn du glaubst, dass ich jetzt Legenden über dich erzähle, hast du dich geschnitten. Schön. Und was nun? Ich muss die Komponenten einsammeln, solange sie frisch sind. Am liebsten würde ich die ganze Sauerei in mein Laboratorium bringen, um so viel Substanzen wie möglich zu gewinnen. Aber das ist zu viel Arbeit. Ich nehme nur... Was genau hast du von meinen Abenteuern gehört? Dies und das. Du willst wohl nicht darüber sprechen? Je frischer die Substanzen sind, desto besser kann man sie verkaufen. Entschuldige mich also. Dann also auf Wiedersehen. Vergiss die Belohnung nicht. Keine Bange. Bei mir war auch eher Try and Error und ich habe nur auf Normal gespielt. Ich spiele auf Dunkel. Ich spiele auf verdammtes Dunkel. Ich wurde von den Ertrunkenen schon First Try gekillt, relativ am Anfang. Aber vielen Dank. Kairan, 1750! Uah. Krass. Hol dir den Lohn für die Tötung des Kairans. Das mache ich sehr gern. Darf ich dir denn auch irgendwie plündern, oder? Kairan Auge, Kairan Gewebe, Haut, Kairan Trophäe. Aha. Ich bin überladen. Ich halte die Bosskämpfe für die größte Schwäche des Spiels. Ja. Stimme ich vollkommen zu. Das Kampfsystem generell finde ich es nicht ganz so funktionstüchtig wie beispielsweise in Switcher 3. Plus 3, Schaden plus 1. Einfach nur, weil es cooler ist. Das Kampfsystem finde ich generell ein bisschen fummeliger, vor allen Dingen in engen Räumen ist das sehr, mit diesen Erscheinungen, diesem Irrenhaus. Furchtbar. Aber die Bosskämpfe sind ein bisschen... Das Kampfsystem hat generell ein bisschen... Wobei der Bosskampf jetzt eigentlich ganz cool war, ne? Ein bisschen stumpf, aber es war okay. So, was werfen wir denn weg? Eine Latte. Wer braucht sowas? Okay. Machen wir uns besser an die Arbeit. Jo. Gut, das haben wir geschafft. Cool. Cool. Dann haben wir das jetzt. Erschreckenderweise glaube ich, dass wir fast mit Flotsam soweit fertig sind hier. So viel ist da gar nicht mehr. Jetzt können wir von oben hier nochmal runter gucken. Dann sehen wir den Kairan mal in seiner ganzen Pracht. Das Kampfsystem mochte ich schon, nur die Kämpfe gegen
Ja. Schön, danke. Schön zensiert für die Spoilergefahr. Stimme ich vollkommen zu. Ja. Da werde ich noch Spaß mit haben. Da bin ich mir ganz sicher. Ich spiele das Spiel auch schon zum zweiten Mal. Hab das auch schon einmal auf YouTube komplett, aber weil wegen damals schlechter Computer und meiner schlechten Erinnerung, spiele ich jetzt quasi nochmal. So. Hat ein bisschen was von dem Ding in der Herr der Ringe, oder? Vor Moria. Das Ding sah ähnlich aus. Gut, wir holen uns die Belohnung noch ab. Dann mache ich aber auch eine Pause, beziehungsweise dann mache ich für die Aufnahmen erstmal Schluss. Ich denke mal, ich werde heute Nacht noch ein bisschen weiterspielen. Spätestens morgen früh. Ich habe nächste Woche Urlaub, das heißt, da wird hier The Witcher 2 durchgesuchtet. Auf Deutsch gesagt. Okay. Eine Frage des Preises. Bin ich mal gespannt, wie viel wir bekommen. Wir wissen ja nur, dass wir das gleiche bekommen, wie sie ausgehandelt hatte. Wie viel das tatsächlich ist, wissen wir ja gar nicht. Und eine Schwäche des Spiels ist, dass man nicht überall runterspringen kann, wie hier zum Beispiel. Na gut. Nee, aber generell, wie gesagt, was ich halt extrem geil finde, dass man Teil 2 mit Teil 3 einfach nicht vergleichen kann. Ich finde, das sind zwei vom Gameplay und von der ganzen Art des Spiels sehr so unterschiedliche Spiele, dass ich The Witcher 2 trotz The Witcher 3 immer noch mega geil finde. Es gibt so viele Spiele, da kann man eigentlich die Vorgänger kaum noch spielen, wenn die Nachfolger rauskommen. Beispielsweise Assassin's Creed. Na, wenn man einmal in Assassin's Creed 2 mit dem flotten Ezio rumgelaufen ist, fällt es extrem schwer, Altair zu spielen. Aber ich finde, The Witcher 2 fühlt sich so anders an vom Gameplay her. Ich wollte Käsemacher werden. Käse? Ich wollte Käsemacher werden. Käsemacher? Das ist nicht eher so ein Familienberuf, den man Familienwegen übernimmt? Käsemacher? Na gut. Sei gegrüßt. Hallo. So, Belohnung her, bitte. Ich habe den Auftrag ausgeführt. Der Kairan ist tot. Gut gemacht. Hier ist dein Lohn. Stör den Künstler nicht beim Schaffen bei. Nur wenigstens um. Wie viel war das jetzt? Gleich, dass du keine Ahnung hast. Ist okay. Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. So, wir haben ja die ganzen Schemas schon. Schematas. Gehärtetes Leder, Nietenleder. Gehärtetes Leder und Nietenleder. Gehärtetes... Sieh an, wie steht's denn mit der Gastfreundschaft des Herrn Kommandanten? Leute wie er können uns helfen. Oder in Ketten werfen und Strom abwärts schicken. Er sagte mir, dass auf einer Barke Skoyatel festgehalten werden. Hat er auch gesagt, dass sie dort Kiaran Eb Esnilin, die rechte Hand Jorvets, gefangen halten? Nein. Statten wir ihm einen Besuch ab? Vielleicht weiß er etwas über den Königsmörder. Komm. Geh zum Gefangenenschiff, folge Triss. Sofort. Mal eben mit dem hier nochmal. Schema Nietenleder. Was war es jetzt nochmal? Ich bin total vergesslich, ne? War gehärtetes Leder und Nietenleder, oder? Gehärtetes Leder und Nietenleder, glaube ich. Gehärtetes Leder. Echtrad, Endrian. Gehärtetes Leder. Nur für die Handschuhe brauchen wir Nietenleder, ist ja aber auf. Junges Frevelers, Evil's Frevelers. Gehärtetes Leder mal 4. Hat der Typ denn hier gehärtetes Leder zufällig? Ja. Also kaufen wir jetzt einfach mal die beiden Dinger. Gehärtetes Leder, Nietenleder. Was war das noch? Rüstung, solides Tuch war das auch, ne?
Nietenleder, Meckerkralle, solides Tuch. Das ganze Geld wieder für blöde Rezepte raus, ey. So. Okay, wir folgen Triss. Triss, ich komme. Triss, du bist so schnell. Ach, das ist das Schiff da hinten, auf das wir nicht drauf durften. Ah, ja. Auch wenn... Ja, TV The Witcher, nicht Two Worlds. Ich weiß. auch wenn The Witcher 3 definitiv das bessere Spiel ist, mag ich The Witcher 2 einfach lieber. Fühlt sich irgendwie mehr nach dem The Witcher-Universum an. Das ist schwierig. Wenn ich jetzt The Witcher... Moment. So. Wenn ich jetzt The Witcher 3 spiele... Also, anders gesagt. Ich habe mich entschieden, die Spiele nochmal zu spielen. Und ich freue mich, in der Summe gesehen, auf The Witcher 3 tatsächlich ein bisschen mehr, als ich mich auf The Witcher 2 gefreut habe. Aber... The Witcher 2 hat einen individuelleren Charme, währenddessen The Witcher 3 eben mehr dieses typische Rollenspiel ist mit riesiger offenen Welt, hat The Witcher 2 halt dieses... Weiß ich nicht. Alleine die Charaktere halt, ne? Ja, ist absolut subjektiv. Ja, kann ich verstehen. Hast du recht, klar ist das subjektiv. Aber es ist ja nun mal schon wahr, dass The Witcher 3 mit dieser Open World und diesen ganzen Nebenaufgaben, den ganzen Fragezeichen, ein bisschen mehr in diese typische Open World-Schiene reinrutscht. Währenddessen The Witcher 2 ja deutlich storyorientierter unterwegs ist. Ja, so ein bisschen... Ich sag ja, The Witcher 3 ist quasi das und The Witcher 2 ist dann das. Kompakter, intensiver. Ja? Gibt viele Beispiele. Die Gothic-Serie. Gothic 1, 2, kleine Welten, mega schön detailreich und detailverliebt gemacht. Gothic 3, große Welt. Und da fällt das ganze System auseinander. Na? Trotzdem geiles Spiel. Okay. Was wollt ihr hier? Mit dem verwundeten Gefangenen sprechen. Sehr witzig. Los, seht zu, dass ihr Land gewinnt. Kommandant Loredo schickt mich. Ich soll ihn gesund machen. Wer bist du? Eine Heilerin. Kommandant Loredo würde wohl kaum einen Elf behandeln lassen. Geile Aussage. So viel zu nicht rassistisch. In The Witcher 3 ist Geralt einfach schon mehr Bär als Wolf. Ja, das stimmt auch wieder. Mehr Bär als Wolf. Er könnte hier auch der Bärenschule angehören. Es geht hier um Jorvets Stellvertreter. Umso besser, soll ihn der Schlag treffen. Wenn er stirbt, ist er nicht mehr von Nutzen. Jorvets Stellvertreter kann über alles Mögliche informiert sein. Loredo will nicht, dass er sein Wissen mit ins Grab nimmt. Deshalb hat er mich geschickt. Ich bin eine Heilerin. Von mir aus aber versucht ja keine Mätzchen. Okay. Oh, wie geil das hier angemalt ist. Guckt mal. Ach Mann, ist das schön. Sieht halt wirklich alles mega geil aus in diesem Spiel. Vor allem das Schönste einfach diese Umgebungen. Gut. Wir folgen Triss. Halt endlich die Schnauze da unten! Guck, der Fieberkranke schläft. Wach auf, du Arsch! Wirst noch früh genug ewig schlafen! Dani, halt mal die Fresse, bitte. Den haben sie ja zugerichtet. Er hat etwa ein Dutzend Brüche. Ich brauche deine Hilfe. Was soll ich tun? Der Zauber ist sehr schmerzhaft. Wenn er sich sträubt, könnte ich ihn töten. Dann stelle ich ihn mit dem Axi-Zeichen ruhig. Genau. Beruhige den Verwundeten mit dem Axi-Zeichen. Das sollte ich hinbekommen. So, jetzt mal Igni drauf wirken. Scheiße, was soll denn das? Oh. Ah! Das war gerade eben. Das müsste... Danke. Oh. Axi wirken. Okay, es geht auch einfacher. Ah! Warum kommt das immer so unangekündigt? Das wird nichts. Da kannst du lange warten, du Hurensohn.
Ich bin kein Verräter. Er fantasiert. Fahrt gern. Wo bin ich? Auf der Gefängnisbarke in Flotsam. Auf der Barke der Verdammten. Dann ist es aus mit mir. Wir haben dasselbe Ziel. Wir kämpfen gegen Kommandant Loredo. Ich habe einmal einem Deune vertraut. Einmal zu viel und nie wieder. Ohne uns wärst du qualvoll gestorben. Ohne euch, Deune, wäre ich gar nicht hier. Gute Antwort. Da ist ein Hexer in Jorvets Abteilung. Und wie jeder Deune, hat er sich schließlich als Abschaum erwiesen. Was ist geschehen? Er hat uns verraten. Wir haben uns getroffen, wo die Rosen der Erinnerung wachsen. Er hat mir eine Abmachung vorgeschlagen. Ich hätte es wissen müssen. Rosen der Erinnerung? Ja, die letzten. Er dachte, für das Kommando über die Truppe würde ich den eigenen Bruder verraten. Da lag er falsch. Und es kam zum Kampf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kein Mensch kann sich so schnell bewegen. Ein Massaker. Ich war der Erste, der zu Boden ging, deswegen lebe ich noch. Ich wäre verblutet, hätten Loredos Männer mich nicht gefunden. Leto wird Jorvet töten. Und dann zerfällt alles. Viele Opfer, so viel Leid und alles umsonst. Aha, na. Was nützt dem Deune Jorvets Tod? Er hat uns eben benutzt. Und als Jorvet nicht mehr nützlich war, ich weiß nicht, was er eigentlich will. Hm. Was will Jorvet? Warum gerade Flotsam? Fick doch deine Faust! Jetzt bin ich der Einzige, der ihn warnen kann. Sprich. Auch du würdest ihn verraten, Deune. In dem Fall erfahre ich es von Jorvet persönlich. Das will ich sehen. Toll, das hat gut funktioniert. Hätte ich mal Axi genommen. Leto ist der Königsmörder? Ja. Wir haben, was wir wollten. Und jetzt? Jorvet. Und wenn Jorvet es schon weiß? Dann erinnere ich ihn an das alte Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Warne ihn, Gwynblade. Jorvet kämpft, weil er das am besten kann. Er ist ein Enseide, ein echter, freier Enseide. Einer der Letzten. Dieser Kampf hat einen Sinn, jetzt mehr denn je. Es gibt noch Hoffnung. Wovon redest du, Kiaran? Was für Hoffnung? Auf Veränderung, auf ein besseres Morgen. Ich werde es nicht mehr erleben. Sie bringen mich auf diese Barke und dann gehe ich hin, wo die Apfelbäume blühen. Aber ihr müsst Jorvet warnen. Yennefer sagt, dass Ciri von uns gegangen ist und nun glücklich in einer besseren Welt lebt. Zuvor hat sie uns die Malus-Insel geschenkt. Unsere Insel. Wir verlieren das Zeitgefühl. Die Menschen halten die Geister der wilden Jagd für unbesiegbar. Sie rasen über den Himmel, Schwerter aus Blitzen und leichten Händen. Sie entführen immer wieder Menschen, die dann ihre Reihen verstärken. Sie verbrennen den Obstgarten und die Hütte und zertrampeln unsere Insel. Sie entführen Yennefer. Ich muss sie retten. Zurück in die Wirklichkeit gelangen. Auf den Weg des Hexers. Geralt, ist dir nichts geschehen? Ich war auf der Malus-Insel, in den Nebeln, nach dem Pogrom in Riva. Ciri hat Yennefer und mich dorthin gebracht. Dann haben diese gespenstischen Reiter Yen entführt und ich habe sie verfolgt. Aber... Triss, es ist wichtig. Ich spüre, dass alles zusammenhängt.
Als mich die Hexer vor einem halben Jahr halbtot bei Kaer Morhen fanden, hatten mich diese Reiter gejagt. Sie haben mich auch in der Vorstadt verfolgt und in Vysimar, als ich den Großmeister getötet hatte. Nun weiß ich, dass das kein Zufall war. Kjaran sagt, dass hier die Rosen der Erinnerung wachsen. Cedric hat sie auch erwähnt, wenn das stimmt. Momentan sollte ich Jorvet im Walde suchen und keine Blumen. Könnte ich dir dein Gedächtnis zurückgeben? Was? Wirklich? Es sieht ganz so aus. Was auch immer deine Erinnerungen blockiert, es wird schwächer. Mit einem einzigen Blütenblatt einer Rose der Erinnerung könnte ich die Barriere vermutlich sprengen. Diese Blumen sind sehr mächtig. Dann muss Jorvet warten. Soll ich mitkommen? Das würde mich freuen. Dann brechen wir auf. Cedric erwähnte ein paar alte Elfenbauten beim Wasserfall im Wald. Lass uns dort anfangen. Bring uns hin. Halt endlich die Schnauze da unten! Guck! Der Fieberkranke schläft. Oh, okay. Finde eine Rosenerinnerung, folge Triss. Schön, wir gehen mit Triss gemeinsam, das freut mich. Aber das machen wir jetzt beim nächsten Mal. So, der Kairan ist tot, wir haben das jetzt noch alles gemacht, das reicht jetzt erstmal. Triss. So, okay. Gut, beim nächsten Mal machen wir ja weiter. Und die Rosenerinnerungen werden sehr bedeutend. Ne? Also, ich mag... Nein, Triss! Tu es nicht! Lauf nicht weg! Okay, ich mach Pause. Ich mag diese Zeicheneinlagen irgendwie. Ne, nochmal, alles mit Yennefer, mit der wilden Jagd, das alles wird dann in The Witcher 3 natürlich nochmal ein bisschen bedeutender. Das heißt nicht umsonst Wild Hunt. Und wir kommen dann unten nochmal zu dieser Elfenstatue. Da war ich ja schon mal und habe da die Schattenwurzel gesucht, obwohl die unten drunter war, am See. Aber da müssen wir jetzt nochmal hin für die Rosen der Erinnerung. Gut, das Ganze gibt's dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war's mit The Witcher 2. Und wie gesagt, entweder heute etwas später oder morgen früh. Wie ich dann noch mal ein bisschen. Bis dann. Ciao.